Ja, servus, grüße euch Leute, Jack FromSoft da mit einem Quick-Tipp und zwar, wie ihr am schnellsten zu den heiß begehrten, ich spreche das immer falsch aus, Ephemerin-Augensteine, also auf Englisch Stone of Ethereal Eyes kommt, also diese blauen, ne, mit denen man menschlich wird, die sind ja sehr, sehr selten im Spiel und sind wirklich heiß begehrt und es gibt da einen wirklich extrem guten Farming-Spot in Demon's Souls Remake. Und für alle, die was das Tal der Schändung noch nicht fertig gespielt haben, bitte jetzt abdrehen, ne? Denn jetzt folgt der Spoiler. Ne? Also jetzt abdrehen, die was das Tal der Schändung noch nicht fertig gespielt haben. So, wir gehen zum Keilstein, zum letzten Leuchtfeuer, sage ich mal. Und wir werden natürlich sofort verpestet gleich. Ne? Nur kommen da so hässliche Zombie-Babys aus der Pest-Ding da, ne? Da habe ich schon versucht ein paar Mal. Ich heile mir immer wieder auf. Die kommen jetzt her, die sehen uns, diese hässlichen Babys da. So. So, jetzt sterben wir. Okay. Diesmal war nichts dabei. Und sind die Seelen egal. Ne? Also schaut wirklich, dass die Seelen ausgibt. Und am besten auch den Ring der Gunst ausrüsten, ne? Damit die Drop Rate erhöht wird. So, weiter geht's. So, Heilung. Und weiter schnetzeln. Babyschnitten. Nein, so ist das schon. So, und wir haben schon einen. Na, zack, wir haben schon einen, können uns töten lassen. Ist schon einer da. Tot, ne? Wir lassen uns töten. Und wir spawnen direkt wieder dort. Ne? Wir spawnen direkt wieder dort. Und die droppen die sehr häufig. Ja, also da könnt ihr in der Stunde schon rechnen mit 20 Stück. Okay. Jetzt wieder kein Glück, ne? Tot. Aber ist egal. Und so geht das ganze Spiel. Probieren wir nur eine Runde. Da wird's. Ihr hebt einfach den Stein schnell auf, ne? Schnell auf in den Stein. Und dann einfach sich töten lassen, weil es hat dann keinen Sinn mehr. Das Leben hat dann keinen Sinn mehr. Monster. Schatz und zack, schon wieder einer. Und töten lassen. Und das könnt ihr jetzt unendlich machen. Und ich kann euch garantieren, ihr habt's mindestens 20 Ephemerin-Augensteine in der Stunde. Ich hoffe, der Quick-Tipp hat euch auf ein bisschen Quick-Tipp, das sagt sich ein bisschen komisch, ja. Dieser Schnell-Tipp, ja, das ist dasselbe auf Deutsch, aber egal, hat euch helfen können. So, ich muss wieder weiterzocken für mein Blatt im Walkthrough. Ich sag danke fürs Reinschauen und viel Spaß mit dem Demon's Souls Remake, das was übrigens fantastisch ist. Und neben mir sitzt ein dicker Mann.